Aus meiner Sicht muss man dazu sagen, was wir meinen. Es ist ein bisschen der öffentliche Eindruck entstanden und den will ich korrigieren. Wir öffnen die Schleusen nicht für neue Schulden für die laufende Gebarung. Überhaupt nicht. Es ist so wie in jedem Unternehmen oder wie in einer guten Familie. Der laufende Haushalt muss möglichst ausgeglichen gehalten werden. Allein das ist schon eine große Anstrengung bei den Steigerungsraten, die wir haben. Aber wir sind auch bei Rekordinvestitionen angelangt und ich meine, dass wir diese Investitionen im Bereich Infrastruktur und Bildung und darüber hinaus auch tätigen sollten. Und das rechtfertigt auch ein mögliches Darlehen in dieser Größenordnung. Das heißt, es braucht zwei Dinge. Im Jahr 2020 werden wir Sparanstrengungen unternehmen müssen. Das muss ich auch ankündigen. Ich persönlich freue mich ja sehr auf den ersten Vermögenshaushalt, wo dann dargestellt wird und auch der Bundesländervergleich angestellt werden kann, was ist an Landesvermögen da. Ich freue mich deshalb darauf, weil dann klar und transparent wird, dass das Land Vorarlberg im Unterschied zu anderen Bundesländern das Familiensilber nicht verscherbelt hat, sondern in der Lage ist, das jetzt auch monetär darzustellen. Das heißt, Illwerke VKW, ein Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 70%, die in den vergangenen Jahren in zwei Kraftwerke investiert haben, Größenordnung 600 Millionen Euro. Das heißt, die Wohnbauförderungsdarlehen sind nicht verkauft worden an irgendeine Bank, um den Haushalt zu finanzieren. Die stehen in den Büchern. Die Landesbank ist im Eigentum des Landes Vorarlberg. Und da wird der Vergleich vielleicht mit dem Bundesland Kärnten oder auch mit anderen dann sehr sicher machen, was die Vermögenssituation des Landes Vorarlberg angeht.